Einer alten Legende nach lebte einst in Indien ein König namens Sher Khan. Während seiner Regentschaft erfand jemand das Spiel, das heute Schach heißt. Der König ließ den Erfinder, den weißen Mann, Budiram zu sich an den Königshof rufen. »Ich möchte dich für deine wundervolle Erfindung belohnen«, begrüßte der König den weißen Mann. »Ich bin reich genug, dir auch den ausgefallensten Wunsch zu erfüllen. Sag mir nur, was du haben möchtest, und ich erfülle es dir.« Budiram schwieg eine Weile und dachte nach. Schließlich sagte er, »Herr, ich möchte auf dem ersten Quadrat des Schachbretts ein Reiskorn haben.« »Ein gewöhnliches Reiskorn?« Der König traute seinen Ohren nicht. »Ja, Herr, ein Reiskorn auf dem ersten Feld, zwei auf dem zweiten, vier auf dem dritten, acht auf dem vierten, 16 auf dem fünften.« »Es reicht«, rief der König verärgert. »Du sollst deine Reiskörner für alle 64 Quadrate des Schachbretts haben, so wie du es wünschst. Aber wisse, dein Wunsch ist meine Großzügigkeit nicht wert. Mit dem Wunsch nach so einer geringen Belohnung hast du mir deine Missachtung gezeigt. Geh! Meine Diener werden dir deinen Sack Reiskörner bringen.« Der Weise ging lächelnd hinaus. Beim Abendessen erinnerte sich der König an Budiram und erkundigte sich, ob der tollkühne Mann seine geizige Belohnung bekommen habe. »Herr«, sagte der Hofmathematiker, »wir haben seit heute Morgen die Anzahl der Reiskörner berechnet, die Budiram als Belohnung möchte. Die Anzahl ist tatsächlich außerordentlich hoch.« »Was heißt außerordentlich?« unterbrach ihn der König ungeduldig. »Meine Getreidespeicher können das mit Leichtigkeit leisten. Die Belohnung ist versprochen und muss bezahlt werden.« Thank you.